Hallo und recht herzlich willkommen hier beim Telefonjoker. Ich möchte euch in diesem Video 10 Tipps und Tricks zeigen für das Samsung Galaxy Z Fold 4 5G. Ja, und so lang wie der Name ist, so viele Möglichkeiten gibt es auch dafür, für dieses Handy. Im aufgeklappten Zustand, fangen wir mal mit was Einfachem an. Im aufgeklappten Zustand habt ihr halt immer diese schöne Taskleiste hier. Ein bisschen unterschätzt, aber das Coole ist, diese Taskleiste habt ihr halt auch, wenn ihr in irgendwelchen Apps seid, ne? Was echt praktisch ist, egal ob es jetzt aus der Play Store ist oder WhatsApp ist oder so. Diese Taskleiste habt ihr sozusagen immer. Wäre doch cool, wenn man sich die gleich von Beginn an gestaltet, und zwar mit den wichtigsten Apps, die man braucht, ne? Zum Beispiel, nehmen wir mal hier, also hier WhatsApp zum Beispiel, ziehen wir einfach mit rein, und es heißt quasi, wann immer wir jetzt irgendwas öffnen, zum Beispiel im Play Store, haben wir WhatsApp sozusagen auch mit hier als Schnellzugriff. Also eine recht praktische Sache. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, das ist für Selfies. Da gibt es nämlich diverse Möglichkeiten und ein paar coole Gimmicks, die man wissen sollte. Da will ich euch jetzt mal zeigen. Erstmal habt ihr drei Möglichkeiten, ein Selfie zu machen. Einmal, wenn man das Telefon aufgeklappt hat, gibt es hier so eine versteckte Kamera, die tatsächlich dann nutzbar wird. Dann habt ihr das natürlich im zugeklappten Zustand hier vorne auch nochmal eine Kamera mit drin. Oder aber, hey, warum nutzt man nicht die Kamera hier? Man kann das ja als Display benutzen. Ne? Ich zeige euch mal ein bisschen, wie ihr da rankommt. Also, wir öffnen mal einfach mal die Kamera hier, einfach mal bei aufgeklappten Zustand. So, jetzt haben wir hier sozusagen die Möglichkeit, ein Kamera-Selfie zu machen. Ne? Bei ausgeklappten Zustand. Aber hey, wir wollen ja die Rückkamera nutzen. Das heißt, wir wechseln jetzt einfach hier mal mit den Pfeilen auf die Rückkamera. Und jetzt ergibt sich hier die Möglichkeit mit diesem Symbol. Wenn wir hier nämlich raufklicken, können wir, voilà, die Rückkamera benutzen. Und tatsächlich diese hier. Ne? Also die beste Kamera hier im Telefon. Und wenn ihr tatsächlich das Telefon hier im zugeklappten Zustand benutzt, lasst euch mich da auch noch einen coolen Trick zeigen. Nämlich, wenn ihr die Kamera wirklich blitzschnell braucht, tippt ihr einfach zweimal auf den Power-Button und ihr seid auch hier sofort in der Kamera. Und wenn ihr von hier aus in die coole Kamera, also nicht in diese hier, sondern wirklich die Rückkamera benutzen wollt, dann ja, müsst ihr hier, also es ist egal, ob ihr die Hauptkamera oder die Rückkamera hier benutzt, ihr müsst einfach nur hier oben auf Selfie klicken. Und dann müsst ihr das Telefon nur noch aufklappen. So, und dann sozusagen habt ihr hier auch wieder dieses Selfie-Cam und damit lassen sich die besten Selfies tatsächlich machen. Lasst mich mal noch einen weiteren Trick zeigen. Und zwar, wenn man ein Selfie machen möchte, muss man jetzt nicht umständlich hier sich den Auslöser und so weiter noch mit dem Finger irgendwie versuchen zu erreichen oder so. Nein, man hebt einfach die Hand und der macht von alleine ein Selfie. Nochmal, einfach so die Hand heben und dann macht er ein Selfie. Also die Kamerageste zum Auslösen, als auch um die Kamera schnell zu starten, was ich euch davor auch gezeigt habe, die gehen übrigens bei allen drei Kameras. Ne? Also könnt ihr euch durchaus mal ausprobieren. Das nächste, was ich euch zeigen möchte, ja, das ist ein sicherer Ordner. Vielleicht haben die einen oder anderen das schon mal gehört. Das ist sozusagen ein separater Platz, den ihr zum Beispiel verwenden könnt, wenn ihr ein Business habt und ihr wollt das nicht auf eurem Handy einfach so mitlaufen lassen, sondern ihr wollt das alles komplett separat haben. Ne? Also die ganzen Dateien, als auch die Bilder oder Dokumente oder auch Apps, die ihr halt für euer Business verwendet. Oder aber ihr habt halt private Sachen, ne? Wo ihr sagt, hey, die sollen jetzt nicht so unbedingt auf dem Telefon für jedermann sichtbar sein, der jetzt darauf vielleicht auch noch Zugriff hat, sondern die will ich halt versteckt haben in einem anderen Ordner. Ich zeige euch mal, was ich meine. Also zuerst mal müssen wir den aktivieren. Dafür scrollen wir einfach mal hier rechts runter oder wo auch immer. So, dann gehen wir hier auf das Symbol für die Einstellung. Dann brauchen wir hier den Punkt Sicherheit und Datenschutz. Und dort gibt es den Punkt sicherer Ordner. Okay, na, erstmal so ein kleines Willkommen, was es ist und so weiter und so fort. Dann geht ihr auf Weiter und dann müsst ihr euch tatsächlich anmelden mit eurem Samsung-Account. Ja, ihr könnt aber auch einen Google-Account nehmen, darüber sich euch halt anmelden, na, aber ihr müsst euch halt irgendwie bei Samsung anmelden und dann geht es weiter. So, dann erstellt ihr sozusagen hier den Ordner, erklärt dann hier nochmal ein bisschen, was es ist. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Es dauert ein paar Sekunden und deshalb spule ich jetzt einfach mal vor. Okay, der nächste Punkt, den wir jetzt hier haben, ist, wie wird dieser Ordner geschützt? Das will man jetzt überhaupt einen Schutz haben oder nicht? Ich empfehle euch auf jeden Fall einen Schutz und den halt
am besten mit einem ganz normalen PIN, sonst wird es zu kompliziert. So. Macht jetzt aber einen anderen PIN als den PIN, mit dem er den Bildschirm entsperrt. Ne? Wir machen jetzt einfach mal 4x die 9 hier. Da könnt ihr hier noch anwählen, ob ihr immer OK drücken wollt oder nicht. Ich mache jetzt mal ohne immer OK zu drücken später. Geht dann noch weiter. So, gibt diesen Code nochmal ein. Ja, jetzt muss ich den halt nochmal bestätigen. Okay, und jetzt kann ich noch überlegen, ob ich das halt irgendwie hier nochmal absichere etc. Ich mache jetzt hier auf Abbrechen. Könnt ihr ruhig auch später auf Aktivieren gehen. So, und jetzt haben wir einen PIN drin. Jetzt gehen wir mal auf Weiter. So, und jetzt haben wir sozusagen hier diesen Ordner. Dieser Ordner, ne, hat eine eigene Kamera. Das heißt, alle Bilder, die ihr tatsächlich jetzt hier in diesem Ordner macht oder aus diesem Ordner macht, bleiben auch in diesem Ordner. Ne? Weil der Ordner hier hat auch eine eigene Galerie. Die ist jetzt halt leer. Ne? Da kommen nur die Bilder rein, die ihr quasi hier über die Kamera macht. Oder aber, die man später verschiebt. Komme ich gleich nochmal zu. Ne? Dann hat man hier auch einen eigenen Internetbrowser. Und das ist auch cool. Das heißt, alles, was man hier ansurft, ja, egal welche Webseiten, ihr Schlingel, das bleibt tatsächlich hier auch nur in diesem sicheren Ordner. So, der nächste Punkt sind dann halt hier die Kontakte. Und auch hier ist es wieder so, dass diese Kontakte hier nur in diesem Ordner sichtbar sind. Wir gehen jetzt mal von was Seriösem aus. Ja, ihr seid Geschäftsmann, neue Geschäftsfrau und alle Kontakte, die hier quasi drin sind, die vermischen sich dann halt eben nicht mit den Privatkontakten. Okay, ja, Galerie hatten wir schon, Kalendereinträge genauso, ne? Alles was hier bleibt, auch die Notizen etc. oder auch die eigenen Dateien, wenn ihr zum Beispiel PDFs habt oder sonst was, bleibt alles hier. Ihr könnt jetzt zum Beispiel über dieses Plus noch weitere Apps hinzufügen. Ne? Ihr könnt einmal schon aus bestehenden Apps wählen, die halt bereits auf eurem Telefon sind, dann wird die sozusagen geklont. Wir machen einfach mal hier WhatsApp hinzufügen, dann quasi entsteht hier so ein WhatsApp-Klon. Ihr könnt weiterhin euer WhatsApp benutzen, ganz normal auf dem Telefon, aber hier entsteht ein eigener WhatsApp-Klon und diesen eigenen WhatsApp-Klon kann man auch ganz normal dann nochmal separat anmelden. Also es ist quasi wie so eine zweite App dann und auch nur wieder sichtbar hier in diesem Ordner. Wenn ihr halt Apps habt, die noch nicht auf eurem Handy sind und wo ihr sagt, ihr wollt auch nicht auf eurem Handy haben, dann müsst ihr hier sozusagen euch erstmal halt anmelden, also vom Play Store herunterladen zum Beispiel, dann müsst ihr euch anmelden. Und das könnt ihr auch mit einer separaten Google-Adresse halt machen. Ne? Ja. So, jetzt gucken wir mal, wie man jetzt überhaupt rankommt. Ne? Also ich gehe jetzt mal raus. So, wie kommt man jetzt da ran? Und zwar einfach, indem man hier auf sichere Ordner geht. Ne? Klicken wir mal auf sichere Ordner und dann haben wir sozusagen unseren sicheren Ordner wieder. Jetzt werdet ihr wahrscheinlich sagen, hey, ist ja total unsicher, wenn man einfach draufklickt und da kommt jeder ran. Tatsächlich kann man das einstellen. Ne? Aktuell ist es quasi so, ich muss erst mein Telefon sozusagen auf Standby machen, ne? Also sozusagen auf die Bildschirmsperre gehen. Und wenn ich das wieder sozusagen wieder aktiviere, dann ist der Ordner tatsächlich gesperrt. So, jetzt kennt ihr auch meine PIN. Ich hoffe, die bleibt hier unter uns. Wenn ich jetzt nämlich in diesen sicheren Ordner möchte, müsste ich erst halt diesen PIN eingeben und wir hatten ja hier für meinen Ordner jetzt festgelegt 4x die 9. Nehmt da am besten eure und jetzt sind wir drin. So, wer sagt, hey, das ist mir zu unsicher, ne? Was ist, wenn ich diesen sicheren Ordner verlasse? Ich will halt, dass der sofort gesperrt ist. Das kann man tatsächlich eingeben hier über die drei Punkte und da kommt man zu den Einstellungen. Und da kann man jetzt sozusagen hier einen sicheren Ordner automatisch sperren. Und hier kann man sozusagen festlegen, wann man den sperren möchte. Ne? Wenn der Bildschirm jetzt ausgeschalten wird, wie wir es jetzt aktuell haben, oder jedes Mal, wenn du eine App schließt, ne? Oder halt nach einer gewissen Minutenanzahl. Oder aber für die ganz Mutigen von euch, ne? Oder die halt sagen, ich will das nicht ständig gesperrt haben. Das ist halt nur, wenn man das Telefon neu startet, also sprich aus und wieder anmacht. Okay, dann zeige ich euch nochmal ein bisschen, wie ihr Bilder, also bestehende Bilder hier verschieben könnt oder auch Dateien, das geht genauso. Ne? Wir gehen hier mal auf irgendein Bild, wenn ihr zum Beispiel sagt, hier, Mensch, ja, er hier, ne? Der ist, sieht jetzt hier nicht so seriös aus oder es ist unangenehm, dass man den jetzt sieht hier, dann hält man halt dieses Bild gedrückt, ne? Dann markiert sich das und jetzt könnt ihr auch andere Bilder sozusagen markieren, die euch auch unangenehm sind. Dann geht ihr einfach auf Mehr. Und dann geht ihr einfach auf zu sicherer Ordner verschieben. Und dann sind sie weg. Ja. So,
Genauso geht es natürlich auch hier mit später mit eigenen Dateien etc. Ne? Wenn ihr da PDF-Files oder sowas habt, die ihr rüberschieben wollt, könnt ihr es über denselben Weg machen. So, wenn ich jetzt hier mal wieder in meinen sicheren Ordner gehe, na, sind jetzt sozusagen hier die Bilder nur noch in diesem sicheren Ordner verfügbar. Okay, das nächste, was ich euch zeigen möchte, ist wieder ein ganz großer Vorteil halt von dem Fold. Das heißt quasi, wenn wir jetzt hier zum Beispiel einfach mal in eine App reingehen, wo wir was schreiben können, ne, da gibt es mehrere Arten, die Tastatur zu verwenden. Ja? Zum Beispiel, ja, diese breite Tastatur hier, ne, kann man tatsächlich mit zwei Fingern und so weiter und so fort, eine schöne breite Tastatur, kann man das entsprechend so verwenden. Aber Nachteil bei der Tastatur ist, man kann sich in die Daumen kommen halt hier immer in die Quere, ne? Das heißt hier, wenn man hier in der Mitte was tippen möchte, ne, dann wird es ja schon mal eng. Und deshalb kann man sozusagen hier mit diesem Symbol, ne, die Tastatur einfach splitten. Habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen. Ne? Dann macht sich das halt hier wesentlich einfacher und man kommt hier halt in der Mitte mit den Daumen nicht ins Gehege. Ne? Könnt ihr hier unter diesem Symbol sozusagen immer hin und her schalten. Wenn ihr sagt, okay, hey, ich mache das alles mit einer Hand, ne? Ich will nicht zwei Daumen benutzen, dann kann man halt auf dieses Symbol hier drücken und dann kann man hier sozusagen mit dieser Leiste unten die Tastatur verschieben. Ne? Und dann kann man hier sozusagen dann hier das mit einer Hand machen. Ja, und dann gibt es natürlich noch ein weiteres cooles Tool. Also hier kommt es immer wieder zurück. Ne? Und dann gibt es natürlich noch ein weiteres cooles Tool. Das Telefon ist faltbar. Ne? Das heißt, ich mache das hier einfach auf Querformat und mache einfach hier einen Laptop draus. Ne? Dann hier meine Tastatur und dann hier schreibe ich dann. Und also richtig coole Möglichkeit. Vielleicht funktioniert das jetzt gerade nicht bei euch hier. Ne? Wenn meistens sollte es funktionieren, aber wenn das hier nicht funktioniert, dann liegt das einfach daran, dass der Bildschirm nicht gedreht werden kann. Dafür geht er einfach hier mal runter hier und dann scrollt er hier nochmal runter. Und dann müsst ihr hier, wenn ihr hier mich Porträt habt, also sozusagen, dass ich das Display nicht drehen kann, dann müsst ihr hier sozusagen mal anklicken, dass ich eben der Bildschirm drehen kann. Und dann kann man die Tastatur im Querformat auch verwenden. So, den nächsten Punkt, den ich euch zeigen möchte, der ist was für die Augen, weil letztendlich ja, wir nutzen unser Smartphone nun mal alle zu viel und es gibt unseren Augen tatsächlich eine ganze Menge Stress. Und es gibt einen Punkt hier, um den Augenstress zu reduzieren. Ein Blaulichtfilter. Ne, der heißt hier nur anders, zeige ich euch mal, wo ihr den findet. Scrollt einfach hier wieder runter, dann scrollen wir nochmal runter, haben ein paar mehr Symbole übrigens und wir haben eine zweite Seite. Und da gibt es den Punkt Augenkomfort. Wenn ihr jetzt anklicken, seht ihr schon, dass sich das Display leicht mit so ein bisschen so ein gelblicher Ton, ne, entsteht hier. Und das ist sozusagen der Blaulichtfilter. Und den könnt ihr auch nochmal ein bisschen konfigurieren, indem man halt hier auf das geschriebene Wort Augenkomfort klickt. Dann haben wir einmal die adaptive Variante, die sozusagen ein bisschen die Umgebungshelligkeit mit einfließen lässt. Also wenn es ganz dunkel ist, dann schaltet der den entsprechend ein bisschen kräftiger. Tatsächlich, je kräftiger der ist, desto besser ist der. Also wenn ihr sofort was für eure Augen tun wollt oder immer das Maximum für eure Augen hier rausholen wollt mit diesem Blaulichtfilter, geht ihr auf individuell und könnt ihn tatsächlich hier unten, na, das ist die Farbtemperatur, ein bisschen stärker einstellen. Das heißt, je stärker dieser Blaulichtfilter ist, desto besser ist das für eure Augen. Für die Leute, die sagen, okay, tagsüber geht mir das total auf den Keks, aber ich will es zumindest am Abend auf volle Pulle haben, selbst wenn ich Licht eingeschalten habe, dann geht ihr auf Details und könnt tatsächlich hier einstellen, einmal adaptiv, individuell, das hatten wir schon, aber hier auch einen Zeitplan festlegen. Ne? Dass man zum Beispiel sagt, okay, hey, nur von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ne? Ich habe übrigens hier das Telefon ein bisschen auf größere Schrift geschaltet, dass ihr halt das besser hier verfolgen könnt. Ne? So, wenn ihr das anschaltet sozusagen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, das muss man dann nochmal genehmigen hier, weil der identifiziert das sozusagen, so macht er hier bei den ersten Punkten, ne, bei Nutzung der App, dann nutzt er halt das GPS dafür, ne, und guckt halt, wo ihr gerade seid auf der Welt und kann dann danach entsprechend mit der Zeit sagen, okay, jetzt geht hier die Sonne auf und unter. Ne? Sprich, der Blaulichtfilter schaltet sich dann ein, wenn die Sonne untergeht und schaltet sich automatisch wieder aus, wenn die Sonne aufgeht. Ja, und es gibt noch eine weitere Möglichkeit sozusagen, die Augen ein bisschen zu schonen, gerade in den Abendstunden. Ihr seht ja schon, der Bildschirm ist relativ grell. Ne? Gerade wenn alles ringsherum dunkel ist, ist das schon ein Problemchen für die Augen. Ich denke mal, die einen oder anderen werden es schon gemerkt haben, es ist gar nicht so angenehm. Aber da gibt es auch die Möglichkeit, halt diesen Hintergrund hier dunkel werden zu lassen. Zeig euch mal, was ich meine. Wir scrollen mal nochmal runter, nochmal.
gehen auf die zweite Seite und haben jetzt hier diesen Dark Mode. Wenn wir den nämlich anklicken, verfärbt sich alles dunkel. Nachteil bei der Geschichte ist, das sollte man tatsächlich nur am Abend machen. Also sprich tagsüber ist es eher kontraproduktiv, weil man dann halt schlechter ablesen kann vom Kontrast her. Deshalb empfehle ich bei diesem Modus halt das generell nur für die Abendstunden zu machen, ne, oder in der Nacht. Dafür tippen wir jetzt mal wieder auf das geschriebene Wort Dark Mode, gehen auf Details und hier kann man wieder festlegen, wann das halt eingeschaltet werden soll. Ne? Wir gehen auf Zeitplan festlegen und da auch automatisch dann geht es von Sonnenuntergang, ne, da schaltet sich das dann automatisch ein und bei Sonnenaufgang schaltet sich das entsprechend wieder aus und schont die Augen und spart auch eine Menge Energie. Ja, wir helfen damit der Umwelt, wir tun was für unseren Geldbeutel und halt auch was für unsere Gesundheit. Okay, wir gehen jetzt mal zum nächsten Punkt. Das ist wieder was für die Kamera. Ja, starten wir jetzt mal, wir haben schon gelernt, zweimal einfach den Ein- und Ausknopf klicken und wir sind sofort in der Kamera drin. Und dann machen wir mal ein Bild auf die Schnelle. So, keine Schatten drauf haben. So. Weil es gibt einen coolen Bildeditor hier, da kann man eine Menge mitmachen. Ich zeige euch mal, was man zum Beispiel machen kann, jetzt wenn man aus Versehen was drauf hat, was nicht unbedingt drauf sein sollte. Ja. Dafür klickt man mal hier auf die Vorschau, ja, oder ihr könnt das Bild später auch über die Galerie öffnen, ne, und dann haben wir meistens halt hier die Möglichkeit, das Bild nochmal zu editieren mit diesem Stift hier. Ne. Da klickt man mal an. Okay, wenn man jetzt was löschen möchte, ja, bräuchte man hier die drei Punkte. Und hier gibt es den Punkt Objektradierer. So, klicken wir mal an. Und jetzt muss man sozusagen das Element auswählen, was man gerne gelöscht haben möchte. Das kreist man am besten ein. Ne? Ich will jetzt hier mal diese 2-Cent-Münze entfernen. Das kreist man ein, ruhig ein bisschen großzügiger. Und wenn ich jetzt auf Löschen gehe, ist er weg. Und der Tisch hat hier so eine Schraffur. Seht ihr das? Diese Schraffur wird tatsächlich nachempfunden. Und damit ist das fast unsichtbar. Also wenn man nicht weiß, dass da eine Münze vorher war, dann ja. Also das ist schon relativ spektakulär von der Software her. Wichtig ist, Sie müssen nochmal auf OK gehen danach und dann nochmal auf Speichern und erst dann ist das Bild in eurer Galerie. Ist schon eine krasse Geschichte, oder? Ja, wenn wir schon bei Bilder sind, man kann tatsächlich auch ein Bildschirmfoto machen. Ne? Also kann man sowohl im zugeklappten Modus als auch im geöffneten Modus ohne Probleme machen mit zwei Möglichkeiten. Ne? Einmal mit den Tasten, dafür brauchen wir die Ein- und Aus-Taste und die Leiser-Taste, weil wir die ganz kurz gedrückt halten. Also nur ganz kurz zusammen, dann haben wir ein Bildschirmfoto. Ne? Wir sehen danach hier auch nochmal die Vorschau, können das editieren, können das teilen und so weiter und so fort. Machen wir nochmal die Power-Taste und die Leiser-Taste einfach ganz kurz zusammen. Und wir haben ein Bildschirmfoto. Wenn wir auf das Editiersymbol klicken, dann haben wir sogar noch einmal die Möglichkeit hier, wie gesagt, was zu malen oder wir können was highlighten, wenn wir das möchten. Oder hier über die Ecken können wir auch einen Teil ausschneiden, was super praktisch ist, wenn ihr ein Bild von einer Webseite machen wollt oder halt jemand den WhatsApp-Status einfach nur abfotografieren wollt, aber so, dass der Name nicht drauf ist. Ne? Schneidet einfach nur das Bild wieder drauf raus und dann hat man das. Dann kann man auch direkt teilen hier oder mit dem Pfeil schickt man das direkt in die Galerie. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, die funktioniert, wie gesagt, sowohl bei aufgeklappten als auch bei geschlossenen Display. Einfach die Unterkante der Hand nutzen und man zieht es über den Bildschirm und der macht auch ein Bildschirmfoto. Nochmal die Unterkante der Hand einfach über den Bildschirm gleiten lassen und wir haben ein Bildschirmfoto. Also, coole Aktion und ja, kann man eine Menge mitmachen. Ja, und für die Videofreunde von euch, man kann auch ein Video von seinen Bildschirmaktivitäten machen. Zum Beispiel, wenn ihr jemand was erklären möchtet oder jemand eine Präsentation zeigen möchtet oder halt auch einfach nur so, wie ihr spielt, kann man das tatsächlich machen. Wir scrollen dafür einfach runter hier, scrollen nochmal runter und dann haben wir dieses Kamerasymbol für den Bildschirmrekorder. Klicken wir mal an. So, und dann fragt er hier unter anderem halt, ob ihr einen Ton mit drauf haben wollt. Ne? Also entweder nur von den Medien, also sprich von den Apps, oder ob es ohne Ton sein soll oder halt, ob es die Medien und das Mikrofon sein soll. Zum Beispiel, wenn ihr was erklären möchtet, etc. Ne? Denn der letzte Punkt ist auch noch wichtig für mich, und zwar, ob das Tippen und die Berührung halt angezeigt werden sollen. Zum Beispiel, wenn ihr eine Taste klickt oder halt irgendwas am Bildschirm tippt. Niemand sieht das ja auch später auf dem Video, was ihr da gemacht habt auf dem Bildschirm. Ne? Und das kann man tatsächlich hier mit einer Animation, die dann noch kommen würde, hier sichtbar machen, wenn ihr das hier eben
aktiviert. Ihr geht einfach auf Aufnahme starten und die Show geht los. So, alles, was ihr jetzt sozusagen hier macht, wird aufgezeichnet. Ne? Man kann ja den mit dem Stift, ne, wenn man den anklickt, kann man tatsächlich hier noch was malen, wenn man hier was zeigen möchte, etc. Ja, oder aber ja, man kann hier noch sozusagen hier den Stift dann da entsprechend verwenden. Hier mit dem Mannequin selber könnt ihr die Frontkamera aktivieren und würdet euch selber nochmal sehen, wenn ihr zum Beispiel was erklären wollt live oder halt ein Spiel spielen wollt. Und mit der Pause-Taste ist klar, könnt ihr das Video pausieren, aber dasselbe Video dann auch wieder fortsetzen oder wenn ihr auf Stopp klickt, dann ist das ja, Video angehalten und wird direkt in die Galerie geschickt. Okay, wir öffnen jetzt nochmal diesen Bildschirmrekorder hier. Wir gehen nochmal runter und nochmal runter. Und ich empfehle euch nochmal hier auf das geschriebene Wort Bildschirmrekorder zu gehen, weil dann haben wir nämlich nochmal ein paar mehr Einstellungen. Neben dem Ton nämlich auch die Videoqualität. Ne? Also wenn ihr jetzt nur ein Tutorial schicken wollt oder meistens nur Tutorials macht, stellt die Videoqualität ruhig ein bisschen niedriger ein. Das ist halt alles eine Frage des Speicherplatzes. Denkt daran, den könnt ihr hier nicht erweitern beim Gerät. Macht da halt, wenn es simple Tutorials sind, dass entweder auf mittel oder halt niedrig geht auch. Ne? Hoch halt nur, wenn die Qualität entsprechend gut sein soll, zum Beispiel wenn ihr ein YouTube-Video macht oder was auch immer, dann ja, soll die Qualität schon ein bisschen besser sein. Ja, und wo findet man jetzt diese ganzen Fotos und ja, Screencast, wie es so schön heißt, hier bei diesen Bildschirmaufnahmen? Dann gehen wir hier mal auf die Galerie. Ja, die haben wir hier halt bei den Bildern, wie ihr seht. Ne? Hier ist unser Video und auch hier die Screenshots. Man sieht, ich habe da schon ein paar Versuche gehabt. Und was ich euch aber empfehlen würde, ist, dass ihr halt hier auf die Alpen geht. Ne? Hier unten. Weil die Screenshots haben dann wirklich ihren eigenen Ordner und da findet ihr halt nur die Screenshots drin und müsst die halt nicht hier immer in den Kamerabildern, also mit den Kamerabildern hier mit raussuchen. Ja, das nächste, was ich euch zeigen möchte, man kann mit dem Handy auch Apps klonen, also auch ohne diesen sicheren Ordner, ne, den ich euch zu Beginn mal gezeigt habe. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr braucht zwei WhatsApp-Accounts oder ihr habt zwei WhatsApp-Accounts, ne, und warum nicht? Man kann ja auch zwei SIM-Karten einlegen, warum nicht für jede SIM-Karte eine eigene WhatsApp-Account? Oder halt, ihr habt mehrere Facebook-Accounts, dann kann man tatsächlich einfach hier eine App klonen und kann dann die entsprechend unabhängig nutzen, ohne sich halt immer wieder hin und her anzumelden. Ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Zuerst solltet ihr euch natürlich die App runterladen, die ihr halt klonen wollt. Ne? Also ich habe hier zum Beispiel WhatsApp und Messenger und so weiter und so fort und Snapchat. So, dann scrollt ihr einfach hier runter, ne? Geht auf das Symbol für die Einstellung. Dann solltet ihr runterscrollen zu dem Punkt Erweiterte Funktionen. Und dort sollte es den Punkt geben Dual Messenger. Ja, wie der Name schon sagt, es lassen sich jetzt halt nur Messenger-Dienste damit klonen. Also Spiele könnte man jetzt nicht klonen damit, ja. Wir haben eine Liste mit den verfügbaren Apps auf dem Telefon und dann klickt man hier einfach an, geht auf Installieren, auf Bestätigen und dann fragt er halt im nächsten Schritt nochmal, ob man wirklich eine getrennte Kontaktliste haben möchte für die Apps. Würde ich erstmal überspringen, kann man nämlich später, also geht auf Ja, ne, kann man nämlich später immer noch machen, wenn man dann möchte. Wobei meistens kann man, nutzt man eh dieselben Kontakte, ne? Also wenn ihr später eigene Kontaktlisten haben wollt für die geklonte App, könnt ihr das hier dann später machen. Ne? Aber wenn es jetzt so ein großes Geheimnis ist, wir haben ja zu Beginn schon gelernt, der sichere Ordner ist dann der bessere Weg dafür. Deshalb hier überspringt einfach die getrennten Kontaktlisten. Okay, Snapchat, machen wir auch alles hier. Facebook und Messenger. Okay, ich zeige euch jetzt gleich mal, wie das aussieht. Ne? Also wie ihr jetzt sozusagen die zweite App erkennt. Gehen wir mal wieder zurück hier. Und ja, so sieht es dann aus. Ne? Mein Haupt-WhatsApp-Account, mein zweiter. Ne? Mein Haupt-Snapchat-Account, mein zweiter. Und ihr seht schon immer hier die orange Markierung, markiert tatsächlich den zweite, also die zweite App dann. Ne? Und ja, hier mein Haupt-Facebook, mein zweiter Facebook. Ne? Mein zweiter Facebook-App und damit lassen sich halt wirklich mehrere Accounts machen. Und, wie wir schon gelernt haben, ja, mit dem sicheren Ordner funktioniert das tatsächlich auch. Also das, was ich euch zu Beginn gezeigt habe, hier mit dem sicheren Ordner. Und hier könntet ihr in diesem sicheren Ordner tatsächlich nochmal eine dritte App machen. Ja? Also auch da nochmal eine weitere Möglichkeit. Passt bitte auf, wenn ihr die Haupt-App hier irgendwann deinstallieren solltet, da geht natürlich auch die zweite App flöten. Ne? Ja, dann sind wir schon beim letzten Punkt und das ist so ein virtueller Assistent. Ja, der kann normalerweise Dinge erkennen, das funktioniert aber noch nicht so gut. Aber was richtig gut funktioniert, das sind Texte.
Und das will ich euch hier mal ein bisschen zeigen. Wir gehen jetzt hier mal auf die Kamera-App. Damit können wir es öffnen. Dann gehen wir hier auf den Punkt Mehr. Und hier oben gibt es den Punkt Bixby Vision. Und er kennt normalerweise hier Dinge, ne? Auf Entdecken ist vorangestellt. Und wir gehen jetzt hier mal auf Text. Und da können wir jetzt zum Beispiel uns hier, das lief jetzt nicht so gut, man muss schön stillhalten, da kann jetzt sozusagen hier einen Text raussuchen. So, und den Text quasi könnte ich dann hier sozusagen schon mal markieren, ne? Und auch bearbeiten. Den kann ich jetzt einfach, kann ich eine ganze Buchseite kopieren mit. Super für die Studierenden unter euch. Super auch, wenn man so mal was bearbeiten möchte oder was auch ganz aus Interesse einfach rausgesucht hat, kopiert man sich aber ab und kann das danach ganz normal bearbeiten, sogar übersetzen und so weiter und so fort. Und apropos Übersetzer, ja, das Ding ist auf Englisch, wir gehen jetzt hier mal auf Übersetzer und dann kann der sozusagen live eine Übersetzung machen und zeigt mir das entsprechend dann auf Deutsch an und erkennt die Sprache automatisch, ne? Jetzt nicht mehr gesagt, dass das hier Englisch ist, außer euch natürlich. Und der zeigt das hier sofort auf Deutsch an. Den Text kann ich mir dann auch hier auswählen und so weiter und so fort. Hab den sofort hier drin, kann ihn sofort bearbeiten. Super auch für die Studierenden und euch. Super für den Urlaub. Funktioniert halt nicht nur auf Englisch, sondern auch auf anderen Sprachen. Kann man wirklich eine ganze Menge mitmachen. Ja, ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video hier allgemein mal so ein bisschen ein paar Tipps und Tricks zeigen fürs Handy. Es gibt natürlich so, so viel mehr, was das Handy kann. Könnt ihr euch gerne mal ausprobieren. Und ja, vielen, vielen Dank fürs Gucken auf jeden Fall. Ja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir gerne einen netten Kommentar da lassen oder auch gerne einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Und ich habe noch ein paar andere Videos gemacht, wenn ihr ein bisschen weiter schmökern wollt noch. Gerne, ja. Oder ihr könnt mich auch gerne abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.